Und ich noch einen Stein kriege, dadurch, dass ich das Ding kaputt gemacht habe. Ja, hier kommt Wasser raus. Oh, hier komme ich wahrscheinlich da drüben hin. Ich weiß noch nicht, ob hinter diesem Ding was Böses lauert. Und ja, ich will auch nachher noch da hinten durch das andere Tor. Wahrscheinlich der eine Hebel, den ich da im Panikmodus gesehen habe. Hast du mich jetzt erschreckt, aber echt, ey. Okay, dich kann ich nicht angreifen. Ich kann nur die Wand hinter dir angreifen. Ich frage mich gerade. Ja, ich kann den auch mit Magieschaden machen, aber wenn da ein Schlag kann ich, glaube ich, ebenso gut so. Ein Brass Key. Mhm. Dann mal das hier einschlagen. Sollte eigentlich gehen. Dauert nur ein bisschen. Ja. So. Gut, gegen den Kumpel kann ich zaubern. Okay, er ist nicht unheftig, muss ich ehrlich zugeben. Eigentlich geht er ja. So, du hast kein Umf mehr, also kriegst du deinen Speer wieder. So. Au. Na, nicht gut. Mist. Da habe ich jetzt definitiv nicht aufgepasst. Okay. Das heißt wieder hier einschlagen. Das Ganze nochmal machen. Da war man gerade mal kurz so in Gedanken. Dann vergisst man das Wichtigste. Nämlich, dass vorher ein Kampf tobt. So, den Felsen einschlagen. Achso, das bringt ja nichts. Daneben mit der bloßen Hand dagegen hauen. Macht zwar nicht viel Schaden und ich höre Schnecken übrigens im Hintergrund. Ja, ich merke gerade, der Speer, der frisst auch gut Energie. Das ist halt das Gemeine, wenn die Sachen Energie fressen. Habe ich eigentlich jetzt schon richtig sortiert alles? Ja.
So, da die Bauer einschlagen. Hallo Drache. Hier können wir nichts machen. So. Den Brass Key. Und ja, das Wasser fließt aus den Dingern raus, auf jeden Fall. Und Wasser fließt auch von hier oben runter. So, jetzt noch das loswerden. Und da will ich mal gucken, wie gut der magische Pfeil ist. Den ich ja auch zaubern kann, der richtig viel Energie kostet. Ja, er hat fast keine Energie mehr. Ist ärgerlich. So, sie hat auch fast keine mehr. Deswegen noch mal kurz gucken. Das ist die Rune hier. Oh, 30 Schaden ist nicht ohne. Ups. Ja, ich raste mal kurz, dass die Energie sich hoch regeneriert, weil hier drin dürfte uns nichts passieren. Die Tentakel können sich ja zum Glück nicht mehr bewegen. So, ich denke aber, der Zauber ist besser geeignet. Miss. Na komm. Au. So. Gerade hat das drum. Ja. Das Spielchen könnte eine Weile dauern. Au. Und zur Sicherheit überschreibe ich den hier mal. Und hoffe mal, dass du weit stirbst. Weil ich habe bald keine Energie mehr. So. Ich würde sagen, alle 4 Punkte ins Backcraft, dass du mehr Energie kriegst erstmal. Da war die Lücke. Von da oben kommt nur Wasser. Von hier aus gibt es aber nichts zum Einschlagen mehr. Ah. Oh. Da fällt mir gerade was ein dazu. In dem Bereich mit den Untoten war ja noch, muss ich noch die Regale absuchen. In einem steckte nämlich definitiv ein Grimcap drin. So, jetzt nochmal das Savegame überschreiben. Au. Und ja, da wird die Fackelschwäche. Das ist nicht so gut.
Gut, die hier haben eine ziemlich komische Rotation, die beiden. Und ich sollte nicht vergessen, die Fackel in Zukunft wegzustecken. Jetzt müsste der wieder spucken, genau. So. Sandal. Du bist ja noch ganz nackig. Ah, sollten wir bald mal ändern. Also Fackel kurz weg und mal kurz schlafen. Fackel wieder hin. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass in dem Gang nichts mehr sonst war. So. Okay. Ein Secret. Mal wieder eine Schatztruhe. Ein Tattered Cloak. Den kriegt sie mal, dass sie wenigstens mal einen Umhang oder so hat. Fire Magic ist nicht schlecht. Und ein Saphir-Edelstein. So, für den Spell brauche ich allerdings auch wieder höhere Zeug. Mhm. Oh, ja. Weg mit der Truhe. Jetzt wieder als nächstes zu der Tür da hinten. So. Gut. Oh. Ich sehe eine Schnecke auf jeden Fall schon mal. So, hier kann ich jetzt mal einen neuen Safe Game anbrechen. 008. Hi, du. Da kommt schon die nächste. Wie effektiv sind wohl die Bolzen bei dir? Oh, verklickt. Geht einigermaßen. Ja, ich finde schön, dass hier Schnecken sind. Hey, dich kann ich mit so einem beschießen. Du bist ja ein Fernkampfzauber, im Gegensatz zu meinem Feuersbrunst. Aber wirklich stark seid ihr jetzt nicht mehr. Du was essen. Ach nö, noch ein Teleporter-Rätsel wie schlimm. So. Ein Hörder-Cap ist okay, ist ja immerhin was zu essen. Au. Du warst allerdings nicht eingeladen. Ja gut, ich merke, die Hörder-Caps und so sind nicht mehr. Also ja, Hörder-Caps sind die Dinger, die sie droppen. Die Hörder sind jetzt nicht so gefährlich mehr. Haha. Ich hab gewusst, dass du da bist. So. Ah. Ganz nett gemacht.